hier bei UFM. 8.40 Uhr ist es, Urlaubszeit bei uns. Die meisten von uns überlegen sich ja auch meistens Anfang des Jahres schon, wie man sich die Urlaubstage so einteilt, die man hat. Man hat ja meistens so 20 bis 30. Mhm. Bei Jessica, da ist das anders. Da sind die Urlaubstage nicht begrenzt. Sie arbeitet in der IT in Frankfurt. Jessica, erzähl doch bitte nochmal, wie genau läuft das bei euch in der Firma bei Byte 5 ab? Nach der Probezeit kann man sich dann aussuchen, ob man das Standardurlaubsmodell haben möchte oder den Vertrauensurlaub. Ach, wie krass. Das Standardurlaubsmodell beträgt bei uns 25 Tage und der Vertrauensurlaub, der ist halt wirklich unbegrenzt bezahlt. Also, echt? Aber das nutzt doch jeder aus wie Sau. Nee, also wir haben das ja mit dem Team zusammen erarbeitet. Ja. Das heißt, dass wir da auch einfach super viel Vertrauen dem Team einfach schenken. 25 Tage sind bei euch Standard pro Jahr. Wie viele nehmen denn dann deine Kollegen und du tatsächlich pro Jahr? Vielleicht durchschnittlich 10% mehr. Ach krass, okay, also 2-3 Tage dann. Ja. Aber kommt es dann vor, dass einer Urlaub macht und dann rufst du vielleicht doch mal an und sagst, hier, Keule, also langsam übernehme ich ein bisschen viel von deiner Arbeit, komm mal jetzt wieder zurück aus Formentera. Man hat halt so kommuniziert, dass man sich abgesprochen hat, hier kannst du das für mich übernehmen im Urlaub. Und dann sollte das eigentlich passen. Und sei halt im Urlaub permanent rund um die Uhr erreichbar, ja. Na klar, Laptop dabei. Nein, nein. Ja, wie geil. Dann wünschen wir dir auf jeden Fall in deinem Unternehmen noch eine sehr lange Zeit und sehr viel Spaß und Erfolg und gute Erholung, ja? Vielen Dank.